hat mir etwas ausgedacht. Und Sie als Geschäftsführer von einem Fußballverein würde einiges wissen, über was es bedeutet, One Team zu sein. Und das ist unser Motto bei der Verfärbung. Und ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie uns ein paar Tipps geben könnten, wie Sie das genau machen können und was One Team für Sie eigentlich bedeutet. Ja, ich kann zumindest versuchen zu beschreiben, was das für Darmstadt 98 bedeutet. Wir sind ein Verein, unsere Mannschaft, wir sind der Underdog in der Bundesliga. Wir haben zwar tolle Spieler, aber wir haben nicht die Individualisten, die am Ende des Tages Spiele alleine entscheiden, wie es vielleicht bei Bayern München, Borussia Dortmund der Fall ist. Wir kommen sehr, sehr stark über den Teamgedanken. Die Kampfbereitschaft, Laufbereitschaft spielt bei uns eine riesige Rolle, dass die Mannschaft, die samstags eben auf dem Platz steht, die Endspieler, dass sie sich gegenseitig unterstützen, weil jeder weiß, dass er vom anderen irgendwo abhängig ist, weil Fußball ist es allgemein so, dass man ein Spiel nicht alleine gewinnen kann. Bei Darmstadt 98 ist es ganz besonders so. Und dieser Teamgedanke bei uns fokussiert sich aber nicht nur auf die 11 Spieler auf dem Platz, sondern auf sämtliche Spieler. Wir haben ja noch Spieler, die dann auf der Ersatzbank sitzen, Spieler, die auch mal nicht im Kader sind, die aber dann den Trainingsbetrieb unterstützen, die genauso wichtig sind. Weil in der Saison braucht man am Ende des Tages die Spieler aus dem Kader, entweder auf dem Platz oder im Trainingsbetrieb. Das ist einfach eben wichtig, dass jeder Spieler jeden Tag immer alles für den Erfolg der Mannschaft versucht zu machen und seinen eigenen Erfolg ein bisschen in den Hintergrund stellt. Wobei, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann ist der ganze Verein erfolgreich. Das betrifft, wie gesagt, wir sind ja zum einen Fußballverein, aber im Hintergrund im Grunde noch eine Art Backoffice. Leute, ja, gemeine Personen, die sich quasi im Hintergrund um die Dinge kümmern. Und da ist es auch immer wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, was wir dann schon 90 erreichen und nicht darauf fokussieren, was wir der Einzelne erreichen. Weil das kommt im Grunde genommen dann bei uns automatisch, wenn der Verein in der Mannschaft Erfolg hat, dann hat im Grunde genommen das ganze Team auch Erfolg. Also ich muss nur sagen, besser erklärt habe ich bis jetzt nicht gehört. Danke nochmal.